Die Astralebene, genauer gesagt die unteren Sphären der Astralebene, sind nichts anderes als das Abbild unserer Abkehr von unserer wahren Heimat und somit von dem Göttlichen, das sich unter anderem über das höchste Selbst eines jeden durch den menschlichen Erfahrungskörper ausdrücken, erfahren und erkennen möchte. Was aber zunehmend erschwert wird aufgrund der sehr langsamen, sehr trägen, sehr undurchdringlichen Masse der unteren Sphären der Astralebene, die zugleich die Heimat der Helfershelfer Luzifers darstellt. Und aus der heraus ein Bild gezeichnet wird, das anscheinend den Zauber des Seins widerspiegelt. Wobei die geistigen Sphären, dort, wo unser höchstes Selbst beheimatet ist, viel unaufgeregter, viel ruhiger, viel entspannter, viel ausgeglichener ist und viel weniger hysterisch vorgeht, auch mehr Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit beinhaltet, als es die unteren Sphären der Astralebene jemals könnten. Und es wird wieder einmal alles in einen Topf geworfen, umgerührt und so dargestellt, als ob es das Absolute wäre. Wobei die feinstofflichen Sphären, der feinstoffliche Bereich, ja in viele Ebenen unterteilt wird, unter anderem eben auch in die Astralebene und die geistigen Ebenen. Um mal zwei zu nennen und darzustellen, aus welcher heraus verblendet wird und was unsere wahre Herkunft auszeichnet. Und wie gesagt, ist viel entspannter, viel unaufgeregter und geht viel weniger hysterisch vor, als dass es die Helfershelfer Luzifers aus der unteren Sphäre der Astralebene heraus tun. Und mit dieser Aufgeregtheit wird ja gearbeitet, wird ja verblendet, schwarzmagisch verzaubert. Und etwas dargestellt, was aber so nicht unserem höchsten Selbst entspricht. Wie eben beispielsweise von mir immer wieder mal erklärt mit dem Channeln. Was absoluter Blödsinn ist, weil der Austausch mit dem höchsten Selbst eben nicht oder mit feinstofflichen Sphären eben nicht ein paar wenigen Auserwählten vorenthalten ist. Wir sind ein Teil des Seins, für das es ganz normal ist, sich mit seinem höchsten Selbst auszutauschen. Wofür es aber die Abgabe des Mehr an Lichts benötigt. Was wiederum die Verbindung zum Herzen voraussetzt. Und diese Verbindung zum Herzen wird erst dann gestärkt, wenn der Blick nach innen gerichtet wird und sich um sich all seinen Unzulänglichkeiten, seinen Themen, den ganzen Ängsten zu stillen, sie zu bereinigen und dadurch eben dann in weiterer Folge mit dem höchsten Selbst in den Austausch zu gehen. Etwas, was dem Sein entspricht und ganz normal ist, von dem mit einer falschen Darstellung aber abgelenkt werden soll. Und all jene, die glauben, channeln zu können, die werden gechannelt von den Helfershelfern Luzifers, für die es ein leichtes ist, Menschen für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Unfassbar und eigentlich kaum in Worte zu fassen. Und anstatt diese Größe, auf die ich verweisen möchte, anzunehmen, wird genau diese Information als solche bekämpft.
zum Teil nachvollziehbar, weil der Blick nach innen immer mit Schmerzen einhergeht. Einerseits und andererseits, aber der Weg nach innen benötigt wird, um ja sich von den Fesseln der Grobstofflichkeit zu befreien. Und darauf möchte ich mit solch einer Information verweisen. Und diese Darstellung spiegelt schon sehr viel wider, was sich derzeit abspielt. Das Außen ist das einzig Wahre und stellt in diesem Fall den Messias dar, und das Innen ist verböhnt und darf nicht als die Größe anerkannt werden, die es auch widerspiegelt. Das wird an allen Ecken und Enden entsprechend gelebt. Aus dem Grund ist es ja so einfach, Menschen auf Irr- und Umwege zu führen, wie beispielsweise neulich auf YouTube gesehen, wo geworben wird mit Mutter Kakao. Es bedarf wirklich keiner Worte mehr. Mutter Kakao. So, irgendwer wirft etwas in den Ring und hunderte andere glauben es auf und probieren damit etwas darzustellen, was aber kompletter Nonsens und Schwachsinn ist. Beim nächsten Mal sind es dann die Mama Erdbeeren und der Opa Apfel und ja. Aus dem Grund ist es ja so einfach, Geschichten zu erzählen über die Lichtkrieger, über die Galaktische Föderation, über Ashta Shiran. Alles nur Märchen, alles nur Verblendungen, alles nur Erzählungen, die aus der unteren Sphäre der Astralebene heraus gestreut werden. Und in dem Fall das Außen widerspiegeln. Und in den allermeisten Fällen sind genau bei jenen Menschen, die so etwas anpreisen und damit werden, die größten Ängste vorhanden, die aber überwunden werden müssen, weil es ist dieses Meer an Licht benötigt, um durch diese untere, sehr langsame, schwere Sphäre der Astralebene hindurchzutauchen. Grundlegend für den Aufstieg, und wir sind ja als Fraktal Gottes gekommen, um heimzugehen, gefallen, um aufzusteigen, durch diese sehr langsame und träge Masse hindurch. Also von Aufstieg zu sprechen, aber nicht wissen, was damit einhergeht, ist schon sehr hochmütig, meines Erachtens. Bringt aber mehr als deutlich zum Vorschein, was damit bezweckt werden möchte. Es geht einzig und allein darum, beseelte Geistwesen weiterhin gefangen zu nehmen und sie ihrer Energie zu berauben. Nichts leichter als das mit falsch dargestellten Bildern, mit Menschen, die dafür benutzt werden, mit Darstellungen, die so nicht der Realität entsprechen und mit einer Erzählung, die uns glauben lassen soll, dass diese untere Sphäre der Astralebene das Absolute der Feinstofflichkeit darstellt. Diese Ebene ist ja nichts anderes als eine Art Deckmantel und Dunstglocke, in der sich alles angesammelt hat,
alles von dem göttlichen Abgekehrten angesammelt hat, das von einem jeden selbst für sich bereinigt werden muss, um eben aufsteigen zu können. Ansonsten gibt es kein Hindurchkommen. Und dafür bedarf es eben das eigene Licht. Etwas, das nicht durch irgendeinen Dritten im Außen vollbracht werden kann. Nein, das eigene Licht ist entscheidend für den Ausweg aus dieser Erfahrungsebene. Dafür haben wir uns freiwillig entschieden. Dieser Raum wird uns ermöglicht, um sich eben zu erfahren, auszudrücken und zu erkennen, worauf es ankommt, um sich in weiterer Folge bewusst zu entscheiden für das eine oder das andere. Und der Schmerz, der sich offenbart, nachdem der Blick nach innen gerichtet wurde, dient ja als Wegweiser, um die Verbindung zum Herzen zu ermöglichen, ist also raumöffnend und der Heilung dienlich und nicht umgekehrt. Also die ganzen Darstellungen, die das Außen anpreisen, sind alles nur falsche Fährten, die gelegt werden. Es ist, was es ist, eine sehr intensive Phase, aber zugleich eine Zeit, in der uns ermöglicht wird, zu erkennen, was in uns steckt, was uns auszeichnet, was gelebt werden möchte, worauf es ankommt, um sich aus dieser Erfahrungsebene zu befreien und was benötigt wird, um eben aufzusteigen in die geistigen Sphären, um mit dem höchsten Selbst zu verschmelzen, was die Voraussetzung ist, um sich von den Ketten der Grobstofflichkeit zu befreien. Und wer sich dann mit seinem höchsten Selbst verbunden hat, beziehungsweise damit verschmilzt, der ist unkontrollierbar, der kann auch nicht wieder eingefangen werden. Dann geht es darum, mit dieser Verbindung ein gelebter Wegweiser zu werden, um voranzugehen und aufzuzeigen, worauf es ankommt und was benötigt wird, um eben dorthin zu kommen, von wo wir gekommen sind. Schritt für Schritt, jeder in seinem Tempo. Die verblendete untere Sphäre der Astralebene ist nichts anderes als wie ein Werkzeug, mit dem versucht wird, alles klein zu halten, alles einzufangen. Und eben nicht unsere geistige Heimat darstellt. Das gilt es anzuerkennen, anzunehmen, Schlüsse daraus zu ziehen, um sich von diesen Verblendungen zu befreien. Ich hoffe, ich habe wieder etwas Licht ins Dunkle bringen können. Bei Fragen gerne wieder ein Mail an info@christoph-klaunzer.com oder mich es in den Kommentaren wissen lassen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.